Als Ausbilderin für die Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung überlege ich mir, welche Aufgaben unsere Auszubildenden in welchem Lehrjahr übernehmen. Ich plane mit ihnen zusammen ihre Ausbildung, was in welcher Zeit bearbeitet werden muss, und überlege mir auch über die Ausbildung hinaus zum Beispiel zusätzliche Qualifikationen. Ich persönlich finde an dem Beruf interessant die Kombination aus Projektmanagement-Inhalten und Sozialforschungsinhalten. Man erforscht quasi Meinungsbilder von Menschen in einigen Betrieben und hat aber trotzdem den organisatorischen Teil immer mit drin. Als FAMS ist es wichtig, ein breites Interesse auch an Themen mitzubringen. Wir hier bei GEBIFO bearbeiten Themen im Aus- und Weiterbildungsbereich, und ich weiß aber, dass andere Ausbildungsbetriebe sich auf andere Themen spezialisiert haben, und das ist immer eigentlich immer gut, wenn man ein bisschen ein breiter gefächertes Interessenspektrum hat. Bei der Arbeit selber als Fachangestellte für Markt- und Sozialforschung hat mir gefallen die Vielfalt der Arbeit und der Themen, und als Ausbilderin natürlich das Arbeiten mit den Jugendlichen. Den Beruf Fachangestellte für Markt- und Sozialforschung würde ich Jugendlichen oder Menschen empfehlen, die ein gutes Organisationstalent haben, sich auch auf viele verschiedene Sachen gleichzeitig konzentrieren können und auch flexibel im Arbeitsalltag reagieren können. Die Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind eigentlich sehr vielfältig, da es sich beim Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung um einen dualen Ausbildungsberuf handelt, hat man danach in der Regel viele Möglichkeiten. Man kann sich im Bereich Marketing weiterbilden, man kann sich im Bereich Marktforschung weiterbilden, man kann aber auch zum Beispiel ein Betriebswirtschaftsstudium anschließen. Da sind die Möglichkeiten vielfältig. Ich würde die Ausbildung auf jeden Fall weiterempfehlen, da ich sie selber durchlaufen habe, mit als erste Auszubildende hier in Berlin und ja auch immer noch mich in dem Bereich beruflich befinde und auch immer noch gerne unsere Auszubildenden ausbilde.